Jo Leute, was geht? Und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Natürlich mit eurem Ice Cube. Und ja, heute kommen wir zu einem ganz bestimmten Thema, und zwar typisch Afghaner. Ja, typisch Afghaner, wie ihr euch vorstellen könnt. Und wir fangen direkt doch mit dem ersten Thema an. Es sind Afghaner beim Zahlen. Wenn ihr irgendwo essen geht mit euren afghanischen Eltern, bei den meisten Kanaken ist es genauso, ist es so ähnlich. Und ihr seid essen, sagen wir, Eis essen, trinken, was weiß ich, was ihr macht. Und dann kommt noch der Punkt, wo ihr natürlich auch zahlen müsst. Ihr seht ja nicht alles im Sonntag, der Welt aber nicht, ne? Ihr müsst zahlen, und dann ist halt ein ganz bestimmter Punkt, wo angefangen wird zu streiten. Ja, die Afghaner streiten sich, und dann sagt so, nein, ich möchte zahlen, der andere sagt, ich zahle, ich schwöre auf meine Kinder, ich zahle, und so, und es wird sich gestritten. Auch wenn du denkst, oh scheiße, ich will gar nicht zahlen, egal, oh scheiße, ne? Aber es ist Reflex, du bist Afghaner, du holst deine Tasche raus, sagst, hier, nimm meine Geld, alles für dich. So, weil es liegt einfach in unserem Blut, weißt du? Man kann sich das so vorstellen, wie ich es euch zeige, und ich würde mal sagen, gebt euch einfach. Hier einmal die Rechnung bitte. Hier, ich übernehme das. Ey, Junge, was weißt du? Ich zahle. So, kommen wir auch direkt zum zweiten Thema, und zwar sind wir beim typisch afghanischen Eltern. Afghanische Eltern, ey. Wenn du rausgehen willst mit Kumpels, sieht das folgendermaßen aus. Du gehst raus und die fragen dich so, wo willst du hin, was machst du, mit wem gehst du, wieso macht ihr, baut ihr Scheiße, wieso, da, so, da. Und ich denke so, oh nein, das hab ich getan. Aber naja, gebt euch. Baba, ich wollte ein bisschen rausgehen mit meinen Kumpels chillen. Wo willst du hin um diese Uhrzeit? Was machst du denn mit deinen Freunden? Willst du Shisha-Bar gehen? Willst du rauchen gehen? Baut ihr Scheiße? Wollt ihr trinken? Oder willst du McDonalds gehen? Haramfleisch essen? Was machst du denn um diese Uhrzeit? Wieso bleibst du nicht zu Hause? Du musst doch nicht gehen. Ach Papa, weißt du was? Ist egal, ich bleib einfach zu Hause. Ist ja nicht so, dass Ferien gerade angefangen haben und alle gerade draußen chillen und feiern gehen. Oder was weiß ich, dies, das. Ich bleib einfach zu Hause. Ist schon okay. Es ist ja eh Spaß, da einfach zu Hause zu gammeln. Und ja, du guckst eh deine Serien, machst gar nichts. Mama pennt ganz einfach. Ist egal. Ist einfach viel besser. Dann kommen wir auch einmal zum dritten Thema. Wenn deine afghanische Eltern mit dir meckern, ja. Wenn deine afghanische Eltern mit dir meckern, dann, die kommen immer mit früher. Egal was, die kommen mit früher. Die sagen so, ja, mein Sohn, damals in Afghanistan, ich hab Steine getragen, ich hab gegen 5 Hunde gekämpft, ich hab ganze Panzer zusammengebaut, und solche Storys halt wusste die anderen, und ich denke mir so, ja. Vorbei, man, das ist ein Neujahr, ja, das ist 2017 und nicht 1900, was weiß ich, so Krieg von Afghanistan. Aber naja, die meisten Afghaner kennen es wohl selber. Ja, ich weiß, ich klatsche zu viel mit den Händen, aber... Versteht ihr mich? Chattal Khorasti, guck dir doch mal dein Zimmer an. Alles dreckig, Tisch ist dreckig, Bett hast du nicht gemacht. Du stinkst, Buimiti, Bache. Khodai Toba. Damals, damals in Afghanistan, da war es dort. Da gab es sowas nicht. Wir hatten nicht so wie du die Möglichkeit, was? Ich habe damals meine ganze Familie ernährt. Deine Oma, dein Opa, ich habe für die gekämpft. Ich habe damals gegen Hunde gekämpft. Eine ganze Horde Hunde kam. Ich habe gegen alle gekämpft, gegen alle, ich alleine. Danach habe ich gegen Taliban gekämpft. Ich habe Panzer, mit diesen Händen habe ich Panzer gebaut. Weißt du, damals war es ganz anders. Ich habe nicht wie du am Handy gechillt und so, sondern ich war damals hier in Afghanistan, in der Heimat. Da war ich Stein getragen, ich habe Geld verdient. Bachi, zack. Oh ja, ich räume mein Zimmer noch auf, Baba. Ja, ich mache das schon. Ja, ich weiß. Ich mache das gleich. Ich mache das auf jeden Fall, Leute. Wir waren doch vorhin bei dem Thema Essen ausgeben und halt dies, das, und Eltern streiten und zahlen. Wenn ein Afghaner
Essen ausgeben muss. Wenn er Essen ausgeben muss, ist ja klar, dass der ausgeben muss. Carlo bestellt ganze Karten. Er bestellt Karten für Familie aus Afghanistan oder so. Er sagt so, ich möchte alle Getränke, die hat, ich möchte alles essen, alles fressen, messen, cratchen und so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dann wird alles bestellt. Ja, die ganze Karte macht er leer. Jo, und dann der ausgibt. Der ausgibt. Oh no, der ausgibt. Junge. Der ausgibt einfach. Er wird erstmal sagen so, ja, Brudi, bestell alles, was du möchtest. Bestell das, was du willst. Dies, das, alles. Ich gebe dir vom Herzen aus. Aber innerlich sag ich dir so, Scheiße, das will ich nicht machen. Und so, Scheiße und Dreck. Und dann wird es wahrscheinlich so aussehen, dass er zu seinen Kindern sagt, ey, Kinder, heute ein Getränk für euch alle. Und ihr dürft nur einen Teller. Und er bestellt einen Teller nur für seine ganze Familie. Und ihr denkt euch so, bra. Also, Brudi, heute ist alles auf meinen Nacken. Oh, Bruder, danke dir, Maschallah. Ich habe extra zwei Tage lang gestrickt. Hallo, was möchten Sie denn haben? Also, ich nehme drei von diesen Pizzen. Der Auflauf sieht auch lecker aus. Ich nehme den Auflauf. Natürlich darf Beilage nicht fehlen. Ich nehme ja Pizzabrötchen hier. Nehme ich noch drei Muffins. Oh, hier gibt es auch Baguettes, wie ich sehe. Baguettes, dann nehme ich. Ich glaube, ich nehme sechs Baguettes. Für zu Hause muss ich ja auch noch was nehmen. Nämlich machen Sie einfach drei Pizzen noch dazu. Und zwei Eis. Das wäre schon ganz gut. Alles klar, und Sie? Haben Sie was von sonst hier? Schwarztee? Dann würde ich mal gerne einen Schwarztee. Alles klar. Kommt zu dem letzten Punkt, und zwar Afghaner, wenn sie Foto machen. Ey, wenn Afghaner Foto machen, ne, ich verstehe diese Logik nicht. Es gibt ja normal diese Modelbilder, so was weiß ich, aber ihr müsst euch mal geben, wie ein Afghaner ein Foto macht. Typisch Afghaner, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr weiter sowas sehen wollt, gebt einen Daumen hoch und wie gesagt, schön kommentieren, meine Habibis, und liken, weiterteilen, was da auch alles, was man so machen kann auf dieser Welt, und dann würde ich euch sagen, ich bin raus und wir sehen uns. Heide.